Guck mal, meine Lieben, ich bin hier gerade am Abschluss und habe gedacht, ich muss mal was ausprobieren und das gefällt mir jetzt so gut, dass ich euch das eben zeigen möchte. Da habe ich tiefer gestochen. Das hier habe ich genauso gemacht wie im letzten Video gesagt. Eine links, eine rechts, eine links, eine rechts, eine links. Dann rechts und jetzt kette ich rechts ab. Nein, mit links aufgehört. Und zwar, ach ja, erstmal noch einmal eine Frage: Wie stricke ich meine Linksmaschen? Ich wusste gar nicht, dass ich die anders stricke wie ihr. Ich habe den Faden hier vorne und stricke die links ab. So mache ich meine Linksmaschen. Wieder zurück. Dann hatten wir ja am Mittwoch, Quatsch, heute ist Mittwoch, am Montag Handarbeiten. Und da bin ich gefragt worden, wie kann ich meine Abkettkante so kriegen, dass sich das nicht immer zusammenzieht. Sie mag nicht italienisch abketten. Und ich auch nicht. Und wenn man das schön locker abketten möchte, dann geht man einfach hin, macht einen Umschlag, strickt die nächste, kettet den Umschlag ab und dann die erste Masche. Macht wieder einen Umschlag, strickt die nächste Masche, dann kettet man den Umschlag ab und dann die erste Masche. So hat man das Ganze ein bisschen lockerer. So, aber jetzt zum eigentlichen Video. Das musste ich euch eben zeigen. So, ich kette ab. Ganz normal. So, da habe ich jetzt eine Masche vor meiner rechten. Hier ist die rechte Linie, dann habe ich auch immer die gleichen Abstände. Und hier ist meine linke Masche. Da steche ich rein, hole mir den Faden, stricke die nächste Masche und jetzt kette ich diese ab. Einmal die und einmal die davor. Einfach ausprobiert. Schön. So, nochmal. Ich kette ab. Eine davor bleibe ich stehen. Hier sind meine Linksmaschen, 1, 2, 3 und unter der letzten gehe ich rein, hole mir von hinten den Faden, stricke die nächste und kette ganz normal weiter ab. Nicht zu stramm, soll sich nicht ziehen, aber ich finde das mega, mega schön. Jo. Fertig. Okay, da bin ich mal gespannt. Das war jetzt nur ein ganz, ganz, ganz kurzes Video.
Aber wie sagt man so schön, in der Kürze liegt die Würze. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Mittwoch. Bis dahin. Tschüss. Eure Bärbel. Macht's gut.